Ja, wir sind bei der Aufgabe 2D. Die doppelte Verneinung ist Bejahung. Und dann wollen wir uns das angucken. Zuerst mal haben wir nun A zu bilden. Dazu wird die Spalte A umgedreht. Und aus wahr wird falsch. Aus falsch wird wahr. Jetzt kommt nun A. Das heißt, wir müssen jetzt diese Spalte nochmal umdrehen. Ja, und wie wir uns schon denken können, wenn man eine Matratze zweimal umdreht, dann liegt man wieder ganz genauso wie vorher. Und das ist der Sinn. Habe ich also zwei Nuns hintereinander, dann kann ich mir die ganze Sache sparen. Und das Ganze kann beide weglassen. Das heißt, wir vergleichen jetzt wieder die linke Seite der Aussage und die rechte Seite der Aussage und stellen fest, dass sie übereinstimmen. Und damit ist gezeigt, doppelte Verneinung ist Bejahung.